guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin mit meiner Schwiegertochter hier. Die hat seit Tagen Durchfall und die ist hochschwanger und ich habe Angst um beide, um das Baby und um sie. Okay. Sie ist jetzt gerade auf Toilette wieder. Ach so, okay. Darf ich den Mutterpass mal sehen, den Sie ja schon mitgebracht haben? Frau Kröll ist dann Ihre Schwiegertochter. Hallo, guten da Tag. Sie sind Frau Kröll, ich bin Schwester Mira. Hallo. Was sind denn genau Ihre Beschwerden? Ich habe seit einer Woche Durchfall. Ich weiß aber nicht genau, was los ist. Okay. Also ich kann mir das nicht wirklich erklären. Dann gehen wir am besten einmal direkt zur Gynäkologin. No? Frau Kröll kam in Begleitung mit ihrer Schwiegermutter zu uns in die Klinik. Die Schwiegermutter schilderte uns, dass ihre Schwiegertochter seit einer Woche stärkeren Durchfall hat. Und da sie hochschwanger ist, war es auch sehr gut, dass Sie das hier abklären lassen wollen. So, die Frage ist, was bringt uns die junge Dame hierhin? Ja, ich habe halt Durchfall jetzt seit einer Woche. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum. Und ansonsten geht es mir aber gut. Also es ist rein der Durchfall jetzt im Moment. In der wievielten Woche sind Sie denn, Frau Kröll? Der Bauch sieht ja doch schon sehr groß aus. Das müsste jetzt auch mal in die Tage sein. Ach so, ist schon so weit. Nee, das ist erst nächste Woche. Also nächste Woche ist der Termin ausgerechnet. Ist das das erste Baby oder Sie sind also noch ganz unerfahrene Mama? Ja. Ne? Ich habe hier gerade mal reingeguckt, also der Entbindungstermin, der ist aber näher, als Sie uns angeben. Das war in der Tat eine sehr ungewöhnliche Reaktion. Eine junge Mutter freut sich normalerweise auf das erste Kind und ist auch total aufgeregt. Aber diese Patientin war irgendwie komisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Woche ist. Also ich würde erst mal vorschlagen, Schwester Mira, legen Sie sie einfach mal gerade hin. Ich gucke mir mal den Bauch an. Ein Glas Wasser? Wird das vielleicht gehen? Ja, ich hole Ihnen natürlich sofort eins. Sie legen sich jetzt erst mal hin. So. Hallo, junge Frau, hier bin ich. Bisschen mitmachen. So, legen Sie sich erst mal hin. Schwester Mira, können Sie freundlicherweise mal die Liege runter machen? Na klar. Ich gebe Ihnen nur gerade das Wasser, sieht ja gar nicht Hallo, gut aus, mitmachen, ne? Junge Frau. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Was machen Sie denn da? Ist doch jetzt gar nicht an der Zeit, irgendwas zu schlucken. Ja, das ist ganz wichtig, aber jetzt geht es mir erstmal um Ihren Bauch. Ne? Für werdende Mütter ist es wichtig, auf ihre Nährstoffversorgung zu achten. Dr. Emma Heidmann hat also zu diesem Zeitpunkt noch keinen Grund zur Annahme, dass mit den Tabletten der Patienten etwas nicht stimmt. Jetzt legen Sie sich hier erstmal hin. Achtung, hinlegen. Frau Kröll schien mir doch sehr verhalten zu sein. Ich war auch etwas irritiert, weil sie die Untersuchung stetig ablehnte. Das stellte natürlich viele Fragen auf. Also ich bin doch der Meinung, wir sollten das mal mit dem CTG überprüfen. Nee, ich möchte es aber nicht mit dem CTG überprüfen. Lassen Sie mir einfach ein paar Minuten, es geht mir gleich wieder besser. Dann legen Sie sich doch wenigstens hin. Ich will wenigstens einmal mit Ultraschall gucken. Ne? Ja? Einmal tasten. Wissen Sie denn, was es wird, ein Mädchen oder Junge? Es wird ein Junge. Ach, schön. Da freuen Sie sich doch sicher drauf, oder? Ja, natürlich freue ich mich auch um mein Kind, aber das kann jetzt trotzdem noch nicht kommen. Naja, das war nicht ganz einfach, Frau Kröll zu überzeugen. Die war also sehr bockig. Wir haben es mehrfach versucht, sie zu überreden, sich untersuchen zu lassen, den CTG zu machen. Es war ja unverantwortlich. Die Frau konnten wir ja nicht einfach nach Hause schicken, ohne zu untersuchen. Um sie jetzt wirklich behandeln zu können, müssen wir sie echt untersuchen. Dürfen wir denn gar nichts machen? Keine vaginale Untersuchung oder so? Ultraschall, vielleicht ein bisschen. Ultraschall? Ja, okay. Ich hole meine Decke für ihre Beine. Genau. Also ich fände das schon mal gut, wenn wir uns mal das Baby angucken können. Ne? Wenn man Ultraschall macht und den Damen auch ein Bildchen zeigt, dann bauen die natürlich emotional erstmal eine Verbindung zu ihrem Baby auf. Und sie möchte ja auch nicht, dass ihrem Baby was passiert. Mir freut sich auch auf das Kind. Es ist nur, ich habe seit einer Woche Durchfall. Gucken Sie mal, so ein schönes Bildchen. Dafür muss man doch was tun, ne? Ja? Ich rufe den Turm. Also ich verstehe ja, dass sie Angst haben. Ja, ich verstehe ja auch, dass es schwierig ist, das erste Baby zu bekommen. Aber für Sie und für das Baby müssen Sie sich vaginal untersuchen lassen. Ich möchte mich aber nicht untersuchen. Warten Sie, ich mache es. Aber CTG wenigstens, dass wir die Herztöne vom Baby noch mal hören. Das Baby kommt jetzt noch nicht. Da wäre ich aber anderer Meinung. Entschuldigung, dass ich euch kurz störe. Ich habe hier eine weitere Patientin. Es ist ein bisschen dringend. Ich könnte sie schon mal ins Behandlungszimmer bringen, dass du dann, wenn du soweit bist, nachkommst. Okay, mache ich sofort. Jetzt müssen wir der jungen Dame erst mal sagen, bitte.
Wie wäre es denn, wenn Sie mal Ihren Mann anrufen würden? Ne? Ja? Der Ehemann konnte uns natürlich dabei helfen, die Patientin lockerer zu machen und vielleicht noch mal ihre Entscheidung zu überdenken, dass sie sich nicht untersuchen lässt und unbedingt nach Hause will. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal was zu trinken. Die Schwester kümmert sich um Sie. Ich gehe mal einmal rüber. Mhm. Und dann wäre es schön, wenn der Mann Bescheid wüsste. Vielleicht kriegen wir Sie dann ein bisschen überredet. Ne? Ja? Okay. Bis später. Die Frauenärztin hat keine Erklärung dafür, warum die Hochschwangere die Untersuchung verweigert. Doch ihre Notfallpatientin wartet bereits. Der Vater ist mit den Schmerzen seiner zurückhaltenden Teenie-Tochter völlig überfordert. Das ist Maja Scholl, sie ist 14 Jahre alt. Ihr Vater hat sie jetzt hierher gebracht, weil sie sehr starke Unterleibsschmerzen hat. Okay, hallo Maja. Mach mal eben die Tür. Hallo Maja, ich bin die diensthabende Gynäkologin, mein Name ist Heidmann. Was kann ich Gutes für dich tun? Naja. Kannst du ruhig erzählen, Maja, was dir fehlt. Die hilft dir. Hm? Komm los, versuch's. Ja, dann erzähl ich das mal. Also, sie klagt schon seit 2 Tagen über Unterleibsschmerzen. Und ich bin alleinerziehender Vater. Okay. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Und bei diesem Thema Unterleibschmerzen bin ich ratlos, hilflos. Und bei mir zu Hause befindet sich keine Frau, wo die sich halt mit diesem Thema befassen. Ach Mensch. Ja, also kann das sein, dass das ein Frauending ist? Mhm. Echt? Ich glaube, wir Mädels sollten das mal unter uns regeln. Nachdem ich mit Maja so ein bisschen gesprochen habe und versucht habe, ihr Vertrauen zu bekommen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, sie brauchte jetzt mehr die Mutter als den Vater. Die Mutter kann ich ihr natürlich nicht ersetzen, aber man kann zumindest hingehen und versuchen, Dinge von Frau zu besprechen. Und nach kurzer Zeit hat sie sich ja auch geöffnet und mir ein bisschen was erzählt. So, Maja, hast du denn schon deine Periode? Das zweite Mal. Das zweite Mal. Und hast du auch Schmerzen? Ja. Hast du irgendwie Tabletten genommen? Nein, Tabletten habe ich noch keine genommen. Okay, hast du auch nicht versucht? Da fehlt natürlich eine Frau im Haus, weil Periode und in den jungen Jahren ist einfach ein Frauending. Und zuerst machte sie auf mich den Eindruck, als ob sie nur Regelschmerzen hätte. Und wie machst du das so ganz alleine? Hast du dir Tampons gekauft oder Binden gekauft? Oder wie bist du denn so drauf? Als ich das erste Mal meine Blutung hatte, habe ich Binden geholt. Das war auch angenehm. Und dann habe ich beim zweiten Mal habe ich das im Internet gelesen, dass man auch Tampons verwenden kann. Und dann habe ich das ausprobiert und beim ersten Mal hat es auch funktioniert. Und dann wollte ich nach einer Zeit den zweiten reinmachen und ab da hat es angefangen weh zu tun. Okay, Moment. Jetzt habe ich irgendwie ein Verständnisproblem. Du hast also den zweiten Tampon einfach reingeschoben. Und was hast du mit dem ersten gemacht? Ja, den habe ich drin gelassen. Wie, denn hast du drin gelassen? Mädchen. Och, du Arme. Kein Wunder, dass du Schmerzen genau hast. Ja, das war ein bisschen kurios. Maja wollte eigentlich alles ganz richtig machen und hat sich über Binden und Tampons informiert. Hat aber anscheinend das nicht richtig umgesetzt und hat ein Tampon nach dem anderen in die Scheide geschoben. Das geht natürlich gar nicht. Ein Tampon, ja, der kann nicht drin bleiben. Warum nicht? Der saugt normalerweise das Periodenblut aus und dann muss der raus. Ja, warum muss der dann raus? Weil erstens, irgendwann ist er voll. Zweitens, tut's weh, das merkst du ja gerade. Und drittens kann es da wirklich heftige und unangenehme Entzündungen geben, wenn der einmal drin bleibt. Spätestens dann, wenn so ein Tampon vollgesogen ist, muss er gewechselt werden. Oder natürlich nach 8 Stunden, also 4 Wochen, sollte man niemals einen Tampon drin lassen. Wenn der vollgesogen ist, dann kann man am Bändchen ziehen. Und wenn der dann ganz leicht rausrutscht, dann ist er voll, dann brauchst du einen neuen. Ja? Und spätestens nach 8 Stunden. Ich meine, du musst dir keinen Wecker stellen, aber wenn du die wirklich endlos drin lässt, das kann richtig heftige
Bauchschmerzen, merkst du ja, ne? Und Infektionen bringen. Diese Infektionen sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es können also richtig heftige Infektionen kommen, die den ganzen Körper betreffen, bis hin zu Fieber und ja, leidlich auch Multiorganversagen. Ist zwar selten, kommt vor. Also kriegen wir das Problem, glaube ich, ganz schnell gelöst. Ja, das ist die Schwester Mila, die hilft Ihnen. Ja. Maja hatte in dem Fall, dadurch, dass ihre Mutter verstorben war, leider keine weibliche Bezugsperson. Ich denke, es war ihr auch etwas unangenehm, mit Freundinnen darüber zu sprechen. In so einem Fall würde ich Personen oder Mädchen wie Maja raten, einen Frauenarzt aufzusuchen, der in jedem Fall ihr dabei weiterhelfen kann. Gynäkologin Dr. Emma Heidmann klärt nun den alleinerziehenden Vater des Mädchens auf. Sie kann ihn beruhigen, dass die 14-Jährige nach Entfernung der Tampons wieder komplett schmerzfrei sein wird. Na, alles Gute, ne? Ich muss weiter, ne? Was ist denn hier los? Hallo, hallo, junge Frau. Hallo, junge Frau. Hallo, hallo. Ich glaube, wir sollten Sie jetzt mal untersuchen und ans CTG legen. Ich möchte aber nicht untersuchen. Jetzt geht es ihr wieder besser. Ja, wollen Sie Ihr Baby gefährden? Ich möchte mein Baby nicht gefährden. Doch, das tun Sie aber gerade. Frau Kröll war auf der Flucht. Also, dass die mir abhauen würde, damit habe ich echt nicht gerechnet. Was nehmen Sie denn da immer? Hallo. Anja. Holen Sie mal einen Rollstuhl hier. Also ab in den Kreissaal. Komm, die Gott sei Dank ist ihr dann ja die Fruchtblase geplatzt, sodass dann ganz klar war, das Kind kommt und wir mit der Entbindung weitermachen mussten. So, junge Frau, ab in den Kreissaal. Kommen Sie mal. Ganz ruhig, alles ist gut. Das Baby kommt. Doch wieso die 32-Jährige sich nicht untersuchen lassen wollte und was es mit ihren Tabletten auf sich hat, wird erst nach der Geburt klar. Einige Stunden später freut sich das Ehepaar über einen gesunden Jungen und auch die stolze Oma ist überglücklich. Doch die Frauenärztin will nun wissen, was die junge Mutter zuvor so belastet hat. Alles gut gelaufen, ne? Läuft alles prima. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir beide müssen uns noch mal ein bisschen unterhalten. Es geht da um diese Nahrungsmittelergänzung. Schwiegermutter, schon versteckt. Was ist das denn? Ja, das sind die. Das sind natürlich nicht nur Nahrungsmittelergänzung, das ist Magnesium, junge Frau. Was hatten Sie denn damit vor? Naja, ich habe halt im Internet ein bisschen nachgeguckt, ob man wen auch ein bisschen hemmen kann. Der Hintergrund war halt einfach, weil ich war halt schwanger und dann war er ein ganz anderer Mensch. Er war immer für mich da die ganze Zeit und ich weiß nicht, er war freundlich, er hat im Haushalt geholfen, das hat er vorher nie getan. So, also gerade so die letzten, beziehungsweise das, was sie sich im Behandlungszimmer da noch so zwischen die Kiemen geschoben haben. Das hat noch mal richtig alles gefördert und dann konnte das Baby so ordentlich Gas geben. Ich habe das gefördert mit den Tabletten. Das heißt, ich bin schuld, dass das Kind gekommen ist so schnell. Na, das nicht. Die Natur regelt das natürlich auch. Aber so ein bisschen haben sie doch nachgeholfen. Aber dem Baby ist nichts passiert. Nein, natürlich nicht. Das war nur sehr schnell dieses Mal. Das Ziel war, und da war sie definitiv fehlinformiert, den Entbindungszeitpunkt hinauszuzögern, damit ihr Ehemann so bleibt, wie er ist. Sie hat es also genossen, dass er sich um sie gekümmert hat. Und diesen Zustand wollte sie so lange wie möglich aufrechterhalten. Und sie hatte panische Angst davor, dass der Mann sich so wieder verhält wie vor der Schwangerschaft. Ich dachte, du wirst wieder, wie du damals warst. Dass du immer nur arbeiten bist. Du warst nie da. Nee, wie soll ich das mit Baby machen? Ich habe da damals nur so viel gearbeitet, damit wir ein bisschen Geld zur Seite legen können. Jetzt, seit der Schwangerschaft, hat sich das alles geändert. Also mein Rat als altgediente Frauenärztin an die junge Familie, ein Baby braucht beide, Mutter und Vater. Nach der Entlassung seiner Frau, 3 Tage später, hat sich gezeigt, dass der frisch gebackene Papa sein Versprechen hält. Die Sorge der 32-Jährigen war unbegründet. Ihr Mann kümmert sich nach wie vor rührend um sie und auch um seinen kleinen Sohn.